Was ist das Application Model und wie wird es benutzt? Das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Aftertest Engineering GmbH. Ich bin Tim und im vorherigen Video habe ich euch eine Möglichkeit gezeigt, wie Oberflächenelemente identifiziert und im Test bedient werden können. Bei umfangreichen Tests kann dies allerdings zu unübersichtlichem Code führen. Abhilfe dafür schafft das Application Model. Einfach gesagt ist das Application Model eine Sammlung von Oberflächenelementen bzw. deren Beschreibung. Es hilft dabei, den Code kurz und übersichtlich zu halten und vereinfacht den Workflow immens, da man sie nur einmal definieren muss. Ein Application Model ist ein eigenes Projekt in unserer Solution. Um eins anzulegen, legen wir praktisch ein neues Projekt an, wählen dabei das UFT Developer Application Model Project Template aus, vergeben einen entsprechenden Namen . Klicken auf OK und sehen nun ein neues Projekt, das auch direkt geöffnet wurde. In dieser Ansicht hier, die man auch öffnen kann, indem man doppelklickt auf die Datei praktisch mit der Endung TSX, haben wir nun mehrere Möglichkeiten, Objekte hinzuzufügen. Zum einen können wir dies manuell machen über das Plus. In diesem Fall wollen wir einfach nur die Webseite beschreiben, also die Hauptseite, auf der wir uns befinden. Wir benennen sie einfach mal als Page. Der Codename ist, was ihr im Code dann tatsächlich benutzt, um das Objekt zu benutzen. Das wird automatisch generiert aus dem Object Name. Ihr könnt es aber auch selbst ändern. Als Technologie wählen wir Web. Hier müsst ihr allerdings je nach Anwendung das korrekte wählen. Bei Type wählen wir Page und speichern das Objekt ab. Hier sind keine besonderen Eigenschaften nötig, da wir nur eine Seite gleichzeitig offen haben. Wir fügen ein weiteres Objekt hinzu. Vergeben hier einen Namen. In diesem Fall wollen wir das Suchfeld beschreiben, das heißt, wir nennen es einfach mal Search. Der Name wird wieder automatisch generiert. Web ist immer noch korrekt. Und wir wählen hier Edit Field aus. Im unteren Teil sehen wir nun alle Eigenschaften, die benutzt werden können, um das Element zu identifizieren. Aus dem vorherigen Test wissen wir bereits, dass unser Element den Titel Search hat. Das heißt, wir tragen bei Title einfach Search ein. Wir sehen auch, dass der Button bzw. die Checkbox hier aktiviert wird. Das heißt einfach nur, dass diese Eigenschaft benutzt werden soll, um das Element zu identifizieren. Um nun zu gucken, ob die Beschreibung korrekt ist, klicken wir einmal auf Highlight und haben ganz kurz den pinken Rahmen gesehen, sowie die grüne Nachricht, dass unser Objekt gefunden wurde. Da nun alles korrekt scheint, klicken wir einmal auf Save. Und haben jetzt unser Objekt hier im Application Model sichtbar. Falls sich dieses Objekt in der Zukunft einmal ändern sollte, können wir natürlich immer noch hier in der Beschreibung beliebig alles anpassen, neue Eigenschaften auswählen oder natürlich auch löschen. Eine weitere Möglichkeit, Objekte hinzuzufügen, ist wie gewohnt über das Object Identification Center. Dieses ist in das Application Model ebenso integriert wie normal in Visual Studio auch. Das heißt, es gibt hier einen Button. Wenn ihr auf diesen draufklickt, öffnet sich das Object Identification Center und ihr könnt Objekte, wie bereits gezeigt, identifizieren, untersuchen. Mit dem einzigen Unterschied, dass ihr nun noch diese beiden Buttons hier habt, mit denen ihr Objekte hinzufügen könnt zu dem Application Model. Oder ihr könnt hiermit untersuchen, ob ihr ein Objekt in der Vergangenheit schon mal hinzugefügt habt, falls ihr euch nicht mehr sicher seid. Wenn wir nun auf Hinzufügen klicken, sehen wir wieder, dass es hinzugefügt wurde. Wir schließen das Object Identification Center, gehen zurück zu Visual Studio und sehen, dass wiederum hier eine neue Page angelegt wurde mit dem Suchbutton. Das Ganze brauchen wir natürlich nicht, da wir es schon manuell angelegt haben, deswegen lösche ich das jetzt wieder. Und jetzt sind wir bereit, um unser Objekt zu verwenden, um damit praktisch die Anwendung zu bedienen. Dazu gehen wir wieder in unseren Code. Wir müssen noch eine Reference hinzufügen, und zwar zu unserem Testprojekt, welche auf das Tutorial-Model praktisch verweist. Jetzt können wir es benutzen, indem wir einfach hier zum Beispiel sagen, in der Klasse,
Wir wollen eine neue Variable von Typ Application Model. Nennen das einfach mal Model. Und sagen einfach mal hier, dass Model instanziert werden soll. Mit New Application Model. Und als Parameter übergeben wir den Browser. Das ist wichtig, damit das Model weiß, auf welche Anwendung es arbeiten soll. Nun können wir hier unten unsere Testmethode mit Model. Und dann Page.search unser Objekt bedienen. In diesem Fall machen wir das gleiche wie oben, setValue. Und somit hätten wir jetzt den gleichen Effekt praktisch wie schon im letzten Video. Nur wie wir sehen, mit sehr viel weniger Code. Beziehungsweise es wurde halt viel ausgelagert in das Application Model, was wir am Anfang schon gesagt, diesen Code einfach sehr verkürzt und sehr viel übersichtlicher macht. Das Ganze können wir auch einmal ausführen. Wir sehen, es öffnet sich wieder im Browser, es wird die Google-Seite geöffnet und unser Suchtext wird eingetragen. So viel erstmal zur Bedienung von Elementen. Ein anderer sehr wichtiger Teil des Testens ist zu prüfen, dass die getätigten Eingaben korrekt verarbeitet wurden. Und natürlich die getestete Anwendung korrekt funktioniert. Wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich eine erfolgreiche Automatisierung.